So, für diese Salamanderart, Ambystoma maculatum, USA Fleckensalamander, habe ich hier einmal eine neue Box eingerichtet. Das ist jetzt aber nicht für die große, sondern für die Jungtiere. Bevor ich jetzt jedes Tier nochmal anfasse und vielleicht zerquetsche, kippe ich sie so ungefähr hier rein. Das macht denen nichts, in der Natur müssen die auch mal irgendwo runterfallen. So, die ganzen Salamander kommen jetzt hier endlich wieder rein. Das ist jetzt gleich ein Gewusel und das sieht schlimmer aus, als es für die im Endeffekt ist. So, das waren alle. Hier haben wir jetzt ein Gewusel.